Jetzt haben wir viel gehört, wie können wir Fluchtursachen vor Ort bekämpfen, wie können wir den Menschen vor Ort helfen. Lassen Sie mich noch mal einen Punkt drauf werfen, wie können wir den Ländern, die um die Katastrophen herum liegen, helfen. Und wir haben über die Türkei gesprochen, wir haben über Jordanien gesprochen, wir haben auch über den Irak gesprochen. Das sind alles Länder, in denen die Flüchtlinge momentan Aufnahme finden. Und meine Damen und Herren, 90% der Flüchtlinge aus dem Syrienkrieg kommen nicht nach Europa, sondern in diese Länder. Und wir haben jetzt jahrelang zugeguckt als Europa, wie die mit dieser Katastrophe umgehen. Jetzt ist es Zeit zu handeln und wir haben hier auch das richtige Team. Ich möchte gleich zu Beginn dem Minister Müller danken, dass er sofort nach seiner Amtsübernahme das erkannt hat, diese Länder massivst unterstützt hat unter Ausreizung aller Ermessensspielräume, die der Bundeshaushalt hergibt. Sehr geehrter Herr Minister, vielen Dank. Sie haben Großes geleistet und wir sind jetzt auf dem Weg, auch noch mehr zu machen. Ich möchte mich aber auch, wie es der Kollege Warefuhl getan hat, und deswegen, Herr Staatsminister Roth, bitte ich das auch mitzunehmen, Herr Minister Müller, mich bei den deutschen Diplomaten und bei den deutschen BMZ-Mitarbeitern vorab bedanken. Ich bin oft im Libanon, oft in der Botschaft im Libanon. Die Diplomaten vor Ort, die die Bundesrepublik uns hier vertreten, leisten Großes. Wir können stolz sein auf diese Mitarbeiter. Wir können stolz sein, was sie tun. Sie geben uns nicht nur ein hervorragendes Antlitz, sondern sie vertreten unsere Interessen und sie sind ein großer Teil unseres Erfolges. Bitte ich auch, diesen Dank weiterzugeben. Ich möchte, wenn wir über die Türkei sprechen, ich weiß, es ist momentan sehr einfach, auf die Türkei zu schimpfen, aber ich habe, wie viele Kollegen von Ihnen, auch Nizip und Kilis besucht. Und wenn Sie in einem Lager stehen, wo 25.000 Menschen sind und sehen, welche Anstrengungen die Türkei unternommen hat, unabhängig, wie die Regierung momentan agiert, dann muss man auch den örtlichen, der Bürgermeisterin Gaziantep, den NGOs vor Ort und den türkischen Beamten danken, die seit Jahren sich schon um diese Menschen kümmern. Auch das gehört zum Teil der Wahrheit. Aber wir haben in der Türkei haben wir eine, ob sie uns gefällt oder nicht, zumindest eine stabile Regierung noch. Ja? Wir haben aber andere Länder um Syrien herum und Sie erlauben mir, dass ich jetzt den Blick etwas stärker auf den Libanon lenke. Die haben keine stabile Regierung mehr, weil wir zum Beispiel im Libanon seit 2014 keinen Staatspräsidenten mehr haben. Der Libanon, meine Damen und Herren, ist das einzige Land im Orient, in dem ein früherer Staatspräsident noch lebt. Der Libanon könnte eine Modellregion sein. Ein Modell ist vielleicht nicht im Orient, Kollegin Roth, aber da schreibt man noch mal drüber. Dann bleiben wir, es ist eines der wenigen Länder, Kollegin Roth, können wir uns darauf einigen? Gut. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir diesen Libanon als Modellregion nutzen können. Eine Modellregion, wo verschiedene Religionen, verschiedene soziologische Gruppen friedlich miteinander gelebt haben in einer Demokratie und denen müssen wir helfen. Ich habe Kommunen besucht in der Bekaa-Ebene, ich habe Kommunen besucht in Akka, das sind die ärmsten Provinzen. 5.000 Einwohner, 5.000 Flüchtlinge. Hier funktioniert nichts mehr. Es funktioniert nichts mehr bei der Wasserversorgung, aber auch nicht die Wasserentsorgung. Jeder von Ihnen, der Kommunalpolitiker ist, ich bin es seit 14 Jahren, weiß, dass eine Kommune das nicht stemmen kann. Diesen Menschen müssen wir vor Ort helfen. Und nicht nur mit Geld, sondern auch politisch müssen wir dem Libanon helfen, diesen Governmental Freeze zu überwinden und das zu werden, was sie sein können, eine Modellregion in diesem eskalierenden Konflikt, in dieser Konfliktregion. Lassen Sie mich eins noch erwähnen, warum es wichtig ist, dass wir auch mit Geld helfen. Ich bin selber gelernter Einzelhandelskaufmann. Ich will damit sagen, ich kann gut einkaufen. Also alle Stereotypen, die man vielleicht verwenden könnte, stimmen bei mir nicht, weil ich Tomaten nach Größe und Joghurt nach Datum sortiert habe. 2 Jahre meiner Ausbildung. Ich habe versucht, für 21 Dollar im Libanon einzukaufen. Und ich weiß, wie man Lebensmittel einkauft. Und ich weiß, wo ich hingreifen muss, damit ich für günstig Geld viele Proteine bekomme. Ich habe es nicht geschafft. Und wenn wir als Deutschland so einen großen Beitrag geleistet haben, der richtig ist, als größter bilateraler Geber in London, dann ist es auch unsere Verpflichtung, dass wir alle anderen Länder in Europa, aber auch in der Welt weiter dazu anspornen, sich auch zu beteiligen. Und wenn ich nach Frankreich gucke mit 70 Millionen und nach Italien mit 43 Millionen, dann ist da schon noch Raum für Verbesserung da, wie man vor Ort helfen kann.
Und ich kann niemanden verdenken, wenn er vor Ort ist und kann seine Familie nicht ernähren, dass er sich auf den Weg übers Meer macht. Und die humanitäre Hilfe, die wir leisten, ist nicht, und das hat der Minister ausgeführt und alle Kollegen, die Kollegin Wörl auch sehr klar, ist nicht vor Ort die humanitäre Hilfe hier bei uns, ist vor Ort in den Regionen. Hier müssen wir unterstützen mit Geld, aber auch politisch, aber auch, und deswegen, Frau Kollegin Hensel, haben Sie mit Ihrer Ausführung oft übers Ziel hinausgestoßen. Natürlich gehört die Sicherheitspolitik auch hinzu, weil ohne Sicherheit können Sie ein Land nicht entwickeln. Und deshalb lassen Sie mich zum Schluss noch mal eines sagen. Ich war 8 Jahre Soldat und ich bin dankbar für die Entscheidung der Bundesministerin, dass wir nicht nur die Truppe, sondern auch das Equipment erhöhen. Wir können stolz sein auf unsere Soldaten. Das sind teilweise unsere besten Entwicklungshelfer. Und lassen Sie uns so weitermachen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich schließe die